Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute den Lesemonat Mai 2019 für euch. Jetzt wollte ich fast Juni sagen, aber nein, das haben wir jetzt gerade. Der Monat Mai war für mich ein sehr guter, bunt gemischter Lesemonat. Ich habe insgesamt 6 Bücher gelesen. Ich dachte gerade an 7, aber es war eigentlich mein Wunsch, 7 zu beenden. Trotzdem ist 6 Bücher sehr gut. Ich habe jetzt, glaube ich, den drittbesten Monat, auch was von der Gesamtseitenanzahl angeht. Ich habe 2220 Seiten gelesen, was circa pro Tag 74 Seiten sind. Und fangen wir direkt mal an mit dem allerersten Buch. Ich habe gelesen Frostherz, der dritte Band der Mythos Academy Reihe von Jennifer Estep. Ich kann leider inhaltlich hier nicht so viel dazu sagen, habe aber schon einiges auch in meinem Want to Read darüber wiedergegeben, weil ich ja jetzt auch den vierten Teil lesen möchte in diesem Monat, außerdem auch in meinen Weekly Reading Vlogs. Und es geht hier einfach um eine Akademie, an denen ganz viele Nachkommen und Angehörige der verschiedenen Mythologien, in denen Götter vorkommen, eben sind und unterrichtet werden. Und unsere Protagonistin ist eine Gypsy hier in diesem Buch und heißt Quen. Und sie ist außerdem, nee, jetzt hätte ich fast einen Spoiler gesagt, das mache ich besser nicht. Ja, auf jeden Fall ist dieser dritte Band hier ein rasanter Band. Es geht sehr schnell zur Sache, es ist auch sehr spannend und ein bisschen mysteriös teilweise. Und das fand ich sehr, sehr gut, hat mir richtig gut gefallen. Deswegen hat dieses Buch 4 Sterne von mir bekommen. Ist jetzt echt blöd, dass ich nicht wirklich viel mehr dazu erzählen kann, außer dass es ein Buch der 19 für 2019 Challenge war und dass ich es als Hörbuch gehört habe, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Das werde ich auch weiter so machen. Und ja, das Buch hat 403 Seiten. Dann ging es ebenfalls weiter mit einem dritten Teil und das ist dann auch das Ende dieser Trilogie gewesen. Girl Online Going Solo von Zoe Zack. Auf Englisch habe ich dieses Buch gelesen, hat 327 Seiten und ist ebenfalls ein Buch der 19 für 2019 Challenge gewesen. Jetzt habe ich die Reihe beendet und bin sehr froh darüber. Auch hier ist es jetzt wieder eine Reihenfortsetzung, deswegen schwierig, aber es geht eben um die junge Penny. Jetzt hätte ich auch schon wieder fast Zoe gesagt, weil mich Penny sehr an Zoe erinnert, zumindest so wie sie in den Videos rüberkommt. Sie ist ja eine sehr, sehr, sehr bekannte britische YouTuberin und ich bin so ein kleines Fangirl von ihr. Jedenfalls hat sie so eine sehr quirlige Art und Weise. Sie leidet außerdem auch unter Panikattacken und Angstzuständen. Das ist eben bei Zoe Zack auch der Fall. Zumindest thematisiert sie das öfter in ihren Videos. Und sie ist eben auch ein starker Verfechter davon, mit Mental Health, also mentaler Gesundheit oder mentaler Stärke, dass man sich auch mental eben rundum wohlfühlt, dass das öffentlicher gemacht werden soll, beziehungsweise eher thematisiert werden soll und damit auch als richtige Krankheit anerkannt werden soll. Denn es ist ein großes Problem heutzutage, aber viele Menschen wollen das dann doch irgendwie nicht so wahrhaben, dass es tatsächlich Krankheiten sind. Und man wird ja direkt dann auch als irre abgestempelt und finde ich sehr toll von ihr, dass sie das so dazu steht und das auch so thematisiert, also ihre eigene mentale Schwäche, wie man es ja dann doch leider nennt. Und ich finde Penny einfach super toll, super süß. Sie lernt ja dann den Rockstar Noah kennen aus Amerika und hier geht es dann weiter mit der Geschichte. Und ja, es war einfach wieder super süß, super quirlig und ein tolles Buch für zwischendurch. Es lässt sich auch sehr gut auf Englisch lesen, meiner Meinung nach. Ich denke, das ist durchaus auch für junge Leute geeignet oder für Leute, die noch nicht so gut Englisch können, weil die Sprache sehr einfach zu verstehen ist. Es ist ja auch ein Jugendbuch und es ist nicht zu dick. Es ist nämlich sehr groß geschrieben. Also ich denke, dass ist eine ganz gute Reihe zum Einsteigen. Und ich habe diesem letzten Band hier auch 4 Sterne
gegeben, weil ich es auch wirklich, wie gesagt, es war eine tolle Entwicklung, es hatte ein Happy End, es war irgendwie alles, was so eine Story mit einem macht, die einen dann glücklich hinterlässt, und das ist immer ein sehr gutes Zeichen bei solchen, ja, quietschig bunten, süßen Stories. Aber es war jetzt halt nichts, was hochtragend, unterhaltsam gewesen ist oder was, ja, es hatte auch nicht den Anspruch an sich selbst, aber es gibt natürlich viel bessere Geschichten als dieses hier, deswegen keine 5 Sterne. Als nächstes habe ich dann meinen allerersten Ratgeber gelesen, der auch so ein bisschen Richtung Selbstoptimierung, Selbstbestimmung, Selbstwahrnehmung geht. Also vielleicht an der Oberfläche grenzt zu Mental Health oder ja, mentaler Gesundheit, um dieses Denglisch zu lassen. Ich habe Fuck Feelings gelesen, Das Leben ist hart, sei härter, von Dr. Michael B. E. Bennett und Sarah Bennett. Es ist ein Buch, das in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Ich habe das ja auch in meinem Weekly Reading Vlog schon euch genauestens gezeigt. Also zum Beispiel geht es in diesem Bereich jetzt um Kommunikation. Und dann habe ich hier auch noch was mit Erziehungswahnsinn. Das ist jetzt auch ein Beispiel an einem Kapitel, das ich selbst nicht gelesen habe, weil ich keine Mutter bin. Und ja, manche Sachen habe ich einfach ein bisschen übersprungen, sobald ich gemerkt habe, da besteht für mich jetzt an sich kein Optimierungsbedarf. Es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen selbstverliebt an, aber ich habe dann doch einigermaßen einen Überblick, wo ich selbst mit mir unzufrieden bin und wo nicht. Und da konnte dann das Buch gut mit dieser Struktur helfen. Aber auf der anderen Seite war es ein Buch, das, glaube ich, an Leute ausgerichtet war, die schon sehr viel versucht haben, in ihrem Leben zu optimieren, zu ändern, Bücher gelesen haben und schon viel, viel mehr in diese Richtung gemacht haben, so quasi als letzte Rettung. Und das war dann für mich irgendwie doch ein kleiner Fail, dass ich es als allererster Ratgeber gelesen habe. Aber trotzdem habe ich mir auch hier die wichtigsten Sachen wieder rausgefiltert. Und habe eben mitgenommen, dass man manche Sachen nicht so sich so reinbeißen soll. Also wenn einem beispielsweise was Schlimmes passiert, dann sollte man versuchen, seine Energie da reinzustecken, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt, und nicht nach dem Warum fragen. Beispielsweise wenn einen der Partner verlässt. Natürlich hat man vielleicht irgendwo auch Dinge, weshalb der Partner einen verlassen hat. Also es gibt ja immer irgendeinen Grund, aber meistens ist es halt einfach der, dass der Partner was anderes wollte oder dass der Partner sich nicht mehr wohlgefühlt hat, dass er nicht mehr den anderen geliebt hat, wie auch immer. Und das hat in diesem Moment ja dann vielleicht schon was mit einem selbst zu tun, aber man kann das nicht beeinflussen, und sich dann zu sehr darauf festzubeißen, das Warum und die Gründe zu hinterfragen und so dann auf eine Lösung zu kommen, ist oftmals doch falsch. Aber ich bin eben auch oft so jemand, der denkt, wenn ich erstmal die Gründe und die Hintergründe verstehe, dann kann ich daraus eine Lösung ziehen. Aber genau das hat das Buch mir sehr gut verdeutlicht, dass es eben oftmals nicht so ist. An einigen wenigen Stellen gab es so ein paar Punkte, da habe ich dem Buch einfach nicht zustimmen können. Denn beispielsweise ging es um das Einkommen, dass man selbst ja nicht unbedingt was daran ändern kann, wie viel man verdient, und deswegen nicht länger darüber nachdenken sollte, sondern ja, schauen, wie man in anderen Situationen zurechtkommt, beziehungsweise wie man seinen Job dann doch so gut macht wie möglich, anstatt deswegen immer rumzuheulen, wie wenig man verdient. Das mag vielleicht sein, aber irgendwo kann ich ja trotzdem eine Gehaltserhöhung von meinem Chef anfordern oder mir einen anderen Job suchen. Das mag vielleicht nicht immer so einfach sein, kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Alter drauf an, aber ich fand diese Aussage, sie haben es anders formuliert, so dass es ziemlich viel
Luft nach oben gelassen hat, so was die Interpretation anging. Also ich habe mich öfter gefragt, meinen die das jetzt so oder so? Und bei mir ist es eben dann gerade, wie ich es jetzt erklärt habe, so rübergekommen. Und ja, ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu schwarz und weiß, weil es gibt ja doch auch Möglichkeiten. Und die Grundmessage fand ich gut, aber ja, so bei manchen Sachen, ich weiß nicht. Und es war sehr verschachtelt teilweise auch geschrieben. Also es gab manchmal Sätze, die waren so lang, fast die halbe Seite. Und da musste ich die auch 3-4 Mal lesen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich hauptsächlich Fantasy-Bücher, Jugendbücher und sowas lese. Aber ich finde, gerade bei sowas mit einem Selbstratgeber solltest du ja eigentlich auch schnell auf Anhieb verstehen können, um was es geht und nicht jetzt hochtrabend irgendwas schreiben. Aber Richtung Ende war es dann auch wieder besser. Vielleicht lag es daran, dass es zwei Autoren waren. Who knows? Keine Ahnung. Ja, aber ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle und denke, dass vielleicht jetzt für mich speziell ein anderer Ratgeber etwas besser gewesen wäre. Aber auf jeden Fall habe ich hier gute Punkte mitnehmen können, die gerade so ein bisschen ja meine Einstellung gegenüber Dingen oder Sachen, die ich an mir optimieren möchte, angehen. Ich möchte übrigens Ratgebern ungerne Sterne verleihen, weil ich finde, das ist echt immer so eine persönliche Sache. Also ihr habt ja auch gemerkt, dass ich jetzt sehr viel von meiner eigenen Einstellung gegenüber des Buches erzählt habe. Natürlich habe ich auch meine eigene Meinung gegenüber Jugendbüchern oder was anderem, aber ich finde es da doch etwas allgemeiner, als wie wenn ich jetzt aus meiner Perspektive einen Selbstratgeber lese, aber jemand anderes daraus viel, viel mehr mitnehmen kann als ich. Zum Beispiel hat jemand gerade Probleme mit seinem Kind, das Teenager geworden ist und man einfach nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll, dann ist natürlich das Kapitel Erziehungswissenschaften oder wie es jetzt hieß, für diese Person am allerwichtigsten, und ich habe es aber übersprungen. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Als nächstes habe ich dann eben eins der besagten Jugendbüchern gelesen, und zwar war das Vertrauen und Verrat von Erin Beattie aus dem Carlsen Verlag. Dieses Buch habe ich ebenfalls als Hörbuch gehört und es war leider eine Enttäuschung für mich. Ich habe dem Buch nur 2 Sterne verliehen, weil ich... Es wurde für meine Verhältnisse sehr gehypt. Es war irgendwie überall zu sehen. Es wurde auch sehr viel gelobt und deswegen waren generell meine Ansprüche auch schon sehr hoch oder meine Erwartungen. Und außerdem liest es sich halt auch sehr gut. Es geht ja hier um Sage, die als Normalsterbliche, als Bürgerliche bei ihrer adeligen Familie dabei wohnt. Also ihre Tante hat hoch geheiratet und Sages Eltern sind leider gestorben. Deshalb wurde sie so als Mündel aufgenommen bei dieser Familie. Aber eigentlich ist sie selbst eben eine Bürgerliche, da ihre Eltern nicht, also ich glaube, die Mutter hat nicht ihrem Stand gerecht geheiratet, sondern dann eben aus Liebe einen Mann, der in der Rangordnung weiter unten ist. Und sie soll verheiratet werden von ihrem Onkel. Man muss dazu sagen, dass das in der Vergangenheit spielt. Das wurde mir aber auch erst später klar. Ich dachte irgendwie, das wäre eine Zukunftsparallelvorstellung oder eine typische Dystopie eben. Aber nein, es spielt zeittechnisch so im 15. Jahrhundert. Das steht irgendwann in der Mitte plötzlich in diesem Buch. Und es wird eben noch verheiratet. Es gibt sehr alte Ansichten, generell Frauenbild und alles pipapo, wie man das eben so von früher hört. So ist das in diesem Buch. Und Sage ist aber in sich selbst dann doch eine sehr emanzipierte Person, die auch ihre Rechte einfordern möchte. Deswegen kommt sie damit überhaupt nicht klar, dass sie verheiratet werden soll. Sie wird dann zu dieser Hochzeitskupplerin oder Heiratskupplerin gebracht und ja, lässt ihr sehr aufmüpfiges Gemüt eben deutlich klar und beantwortet die Standardfragen nicht so, wie sie sollte.
mit den normalen Floskeln und das zaubert zwar insgeheim ein Lächeln auf die Lippen der Kupplerin, aber natürlich wird sie dann eben zum Heiraten abgelehnt. Bis sie dann aber von dieser Kupplerin doch das Angebot bekommt, selbst ihre Auszubildende zu werden, also dass sie irgendwann selbst Kupplerin wird. Und zuerst ist sie überhaupt nicht begeistert, das zu tun, aber sie macht es dann doch. Und sie sollen dann auf einen großen Ball ein bisschen weiter weg mit ganz vielen Anwärtern, die bald heiraten sollen und auf diesem Ball eben dann auch zugange sein oder halt anwesend sein. Deswegen brauchen sie Geleitschutz, militärischen, und da hat dann eben noch eine andere Truppe, gerade auch an Männern, dann in dieser Story noch eine größere Geschichte. In dieser Story eine größere Geschichte, das war jetzt auch ein toller Satz, aber egal. Ja, und es hat sich alles so toll angehört, aber an sich war es nicht spannend. Das war sehr militärisch, obwohl das eigentlich für mich jetzt erstmal nach der Erzählung so nebensächlich ist. Aber da gab es doch sehr viele Sachen, die genauestens erläutert wurden. Ich fand Sage cool und an sich die Grundstory auch, deswegen meine 2 Sterne, aber sonst habe ich mir einfach viel mehr Action, viel mehr Spannung, nicht so eine Standard-Klischee-Liebesgeschichte irgendwie erhofft. Es gab dann auch einen Twist in diesem Buch, der konnte mich aber nicht so wirklich überraschen und überzeugen. Es hat vielleicht auch noch mal ein bisschen was gerettet, sonst hätte das Buch jetzt vielleicht sogar nur 1 Punkt oder 1 Stern eben bekommen. Aber ja, im Großen und Ganzen, nö. Ich werde nicht weiterlesen mit dieser Reihe. Ich war leider nicht begeistert, deswegen nur 2 Sterne, leider, leider. Und das Buch wird sehr wahrscheinlich auch bei mir aussortiert werden demnächst. So, dann habe ich noch ein weiteres Sachbuch gelesen, auch einen Ratgeber im weitesten Sinne. Es geht um Wunscherfüllung, und zwar ist das das Buch Danke, liebes Universum von Anjana Gill. Das wurde mir von der Autorin bzw. von der Agentur Mein Wunder, ich bin ja Mein Wunder Booktuber, wurde es mir eben zur Verfügung gestellt. Ich habe hierzu eine volle Rezension gedreht, die außerdem auch noch was ganz anderes beinhaltet als sonst meine Rezensionen. Ich versuche nämlich tatsächlich meine Wünsche zu dokumentieren und in Erfüllung gehen zu lassen. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Auch hier konnte ich meine Sachen mitnehmen aus dem Buch. Es hat mich leider auch ebenfalls nicht zu 100% überzeugt, aber trotzdem habe ich sehr viel, was gerade auch positiv sein, positiv auf einige Dinge schauen und deswegen auch nur die Vorteile daraus aus dem ganzen Mitnehmen angeht. Das habe ich mitnehmen können und hat mir jetzt auch schon im Alltag sehr viel gebracht, auch im Berufsleben. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, euch auch mal anzuschauen, falls euch so die ganze Thematik interessiert, denn man kann hier tatsächlich aus den einzelnen Kapiteln viel mitnehmen. Es hat hier auch über Themen. Beispielsweise geht es dann auch um Lass dich überraschen oder geldlicher Bereich. Wie es dann auch um Menschen geht, die man in sein Leben ziehen möchte. Und generell, also alles Mögliche, was auch eventuell mit verstorbenen Personen passieren kann, wie man an sie richtig denkt oder ihnen gedenkt. Also alles sehr interessant, aber wie gesagt, ich habe hier leider auch keine 100%ige Überzeugung, aber das muss man ja auch nicht immer haben, meiner Meinung nach. Schaut euch da, wie gesagt, gerne mal meine Rezension dazu an, und auch hier habe ich keine Bewertung, denn es ist ja wieder ein Ratgeber. Als allerletztes Buch kommt mein absolutes Highlight des Monats. Es ist Mind Games von Terry Terry. Das Buch hat 459 Seiten und ich habe ihm volle 5 Sterne gegeben. Es war ein Buch ganz nach meinem Geschmack. Es war eine Dystopie. Es hatte eine geniale Story. Es ging hier nämlich um virtuelle Cyber-Zukunftsvoraussichten oder Vorstellungen aller
Black Mirror, wenn ihr die Serie auf Netflix kennt, dann ist und liebt auch vor allem, dann ist dieses Buch auf jeden Fall was für euch. Es hatte eine geniale Protagonistin, es war sehr spannend, es war was mit einer Verschwörung dabei, also irgendwie genau alle Elemente, die ich mochte. Eine Liebesgeschichte, die auch nicht zu extrem war, das ist auch immer sehr wichtig für mich. Die war auch dabei, also was das nicht zu kitschig war, das finde ich immer richtig, richtig gut. Und ja, volle 5 Sterne hier für mich. Um was geht's denn jetzt aber eigentlich? Wie heißt die Protagonistin wieder? Luna, genau. Luna ist übrigens auch witzig, denn sie ist tatsächlich nach Luna aus Harry Potter benannt. Das wird im Laufe des Buches tatsächlich dann auch thematisiert. Jedenfalls ist Luna eine Verweigerin. Also bedeutet, sie hat kein Chip-Implantat, denn sonst alle Menschen, die hier in dem Zukunfts-London leben, haben einen Chip implantiert, mit dem sie ständig online in virtuelle Welten spazieren gehen können, ihren eigenen Körper aber nicht wahrnehmen und quasi schlafen, während sie irgendwas tun in der virtuellen weiten Welt. Und dann gibt es aber auch noch Hacker, die können bei diesem Unternehmen, das die Chips, diese Implantate herstellt und die virtuellen Welten zur Verfügung stellt, können sie bestimmte Gegenstände einfach so erscheinen lassen. Also sie können quasi das System dieses Unternehmens beeinflussen. Und dann gibt es eben die Verweigerer, beziehungsweise auch jene, die gar kein Implantat haben dürfen, laut Gesetz, denn sie sind wohl eventuelle Verbrecher oder dazu veranlagt, psychische Probleme zu haben und mit solchen Implantaten nicht klarzukommen. Aber Luna macht alles selbst, also aus eigener Bestimmung heraus verweigert sie. Sie muss normal zur Schule gehen, distanziert sich immer mehr von ihren Freunden. Denn vor einigen Jahren gab es dieses Implantat noch gar nicht. Man hat sich so eingeloggt mit einem viralen Netz, das sich plötzlich um einen rumgesponnen hat. Es wurde alles super gut erklärt. Und ja, jetzt muss Luna dann trotz allem ihre Tests machen am Ende des Schuljahrs und wird dann eingestuft, in welchen Berufszweig sie quasi später dann gehen kann. Und da gibt es große Überraschungen, zumindest für sie. Und ja, es war mega genial. Es gab da tatsächlich auch so einen Moment, wo man als Leser allwissend war und auch schon Sachen wusste, die Luna nicht wusste. Das war irgendwie super interessant. Sowas habe ich nicht oft in Büchern, aber das hat mir hier sehr gut auch gefallen. Und ja, die ganze Storybuilding, die Charaktere, wie alles beschrieben wurde. Es war richtig on point. Es war richtig genial gut gemacht. Und ich muss auf jeden Fall noch mehr von Terry lesen. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, falls ihr das Buch überhaupt noch nicht gelesen habt. Denn ich glaube, das haben schon so viele gelesen. Und das wurde damals auch ziemlich gehypt. Und ich bin froh, dass ich es jetzt erst gelesen habe. Denn ich weiß nicht, ob ich tatsächlich mit dem Hype dann geschwommen wäre damals. Weil es irgendwie dann doch oft so ist, dass man zu hohe Erwartungen hat. Aber ja, och, ich war so begeistert von diesem Buch und ich hoffe, ihr merkt es jetzt auch, wie ich aus dem Schwärmen nicht mehr rauskomme. Ja, das waren sie, die Bücher. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gelesen habt im Monat Mai und was eure Highlights waren. Und ja, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!